Deutschland liefert Leopard 2 Panzer an die Ukraine. Moskau sieht das als direkte Beteiligung am Konflikt. Eine Kriegserklärung Russlands an Deutschland ist jedoch nicht zu befürchten, ist sich Bundeswehrexperte Nico Lange sicher. Putin behauptet in der Propaganda in Russland schon lange, wir hätten einen Krieg gegen ihn angefangen, sagte Lange Bild. Die russische Armee habe Probleme in der Ukraine, weshalb Putin zu einem Angriff gegen Deutschland gar nicht in der Lage sei. Deutschland sollte sich nicht einschüchtern lassen und gemeinsam mit den Partnern weiter die Ukraine unterstützen. Auch Sicherheitspolitikerin Katja Leikert hält eine russische Kriegserklärung an Deutschland für extrem unwahrscheinlich, wie sie Bild sagte. Putin schafft es derzeit nicht, die Ukraine militärisch zu besiegen, obwohl er alles daran setzt. Ein Angriff auf uns und damit die NATO wäre sein sicherer Untergang, so Leikert. Die Bundesregierung hat zuletzt beschlossen, dass Deutschland in einem ersten Schritt 14 Leopard-Kampfpanzer des Typs 2A6 an die ukrainischen Streitkräfte übergeben.